Fokus-Kolumnisten Jan Fleischer. Ja, und das sagt nicht nur Markus Söder, sondern auch die Vorsitzende des BSW, Sarah Wagenknecht. Sie kritisiert den Plan von Olaf Scholz, eben erst im Januar die Vertrauensfrage zu stellen und sagt, der Zeitplan des Kanzlers ist politische Insolvenzverschleppung. Hat sie recht? Ja, also es fällt mir jetzt echt schwer, Sarah Wagenknecht recht zu geben, aber es ist ja auch schon nach 23 Uhr. Das versendet sich dann hoffentlich, ne? In der Tat. Wir hoffen nicht. Aber lassen Sie uns noch mal eben jetzt auf diese Entwicklung schauen der vergangenen Stunden. Da hat sich jetzt ja einiges überschlagen. Jetzt muss sich das Land neu sortieren. Wir werden also vor einem Wahlkampf stehen in schwierigen Zeiten. War das wirklich jetzt ein sehr geschickter Zeitpunkt, die Koalition gerade jetzt platzen zu lassen? Ja, den Zeitpunkt hat sich der Kanzler nicht ausgesucht. Die Dinge haben sich so zugespitzt. Ich meine jetzt, all knives are out. Das haben wir jetzt ja gesehen. Ne? Also die Rede des Kanzlers, wo er sozusagen alle hanseatischen Rücksichtnahmen fallen lässt und jetzt voll auf die FDP geht und sagt, also mit dem Mann, der hat ihn so wahnsinnig enttäuscht. So, wobei man sich dann fragt, okay, also bis heute Nachmittag wolltest du mit dem noch zusammenarbeiten, trotz aller Enttäuschung. Und jetzt ist dir plötzlich doch aufgefallen, also das geht nicht mehr wieder. Aber gut, das sind so die kleinen Unstimmigkeiten und eben, Christian Lindner dagegen gehalten hat und sagt, jetzt ziehen wir sozusagen ruckartig alle unsere Minister zurück. Also erstmal bestätigen sich die Ampelparteien im Augenblick gegenseitig. Insofern hat Friedrich Merz hat einen guten Tag gehabt, würde ich mal sagen, und guckt sich das jetzt fröhlich an. Nur wird man jetzt sehen, wie es weitergeht. Ne? Also die schwierigste Situation hat sicherlich die FDP, weil also deren Sicherheitsnetz nach unten ist weggerissen. Also am komfortabelsten steht am Ende die SPD da. Also wie es kommen wird, sie wird wieder in der Regierung dabei sein. Dann zwar mit einem anderen Kanzler, aber man sichert sich natürlich nach wie vor Minister, Staatssekretäre und damit auch Geldflüsse. Ne? Bei der FDP, da ist die Lage ein bisschen ungewisser. Sie steht in den Umfragen im Moment bei 3%. Jetzt dieser Ausstieg von der FDP aus der Ampel, ist er auch damit verbunden, dass man eben hofft, so wieder Wähler zurückzuholen, die gesagt haben, das ist nicht mehr die Politik, die ich mir erwarte von der FDP. Wird das klappen? Wird der Wähler diskutieren? Wird man sehen. Also vor 2 Monaten war es noch so, dass man natürlich auch darüber nachgedacht hat in der FDP, wie kommen wir aus der Koalition raus, weil man ja gesehen hat, also mit jedem Tag länger, den man da bleibt, verliert man sozusagen ein Prozentpünktchen, oder 0,1 an einem Prozentpünktchen. Da war es ein bisschen schwierig, hätte man einen Grund irgendwie inszenieren müssen. Die Lage ist jetzt ein bisschen anders geworden, weil also die Verzweiflung, muss man ja fast sagen, in der Wählerschaft so groß ist und auch das Gefühl, sozusagen abgeschlossen zu haben mit dieser Regierung, dass man doch jetzt eigentlich wahrscheinlich in weiten Teilen dankbar ist, dass endlich jetzt einer der dreien gesagt hat, das geht hier nicht mehr. Wir können dieses Theater jetzt nicht noch bis in den September nächsten Jahres ziehen, zumal das Land, und das wird ja immer deutlicher, mit dem Rücken zur Wand steht. Ich meine, die ökonomische Bilanz dieser Regierung ist natürlich atemberaubend schlecht. Und wenn der Kanzler jetzt immer verweist auf die schwierigen Lage und also sagt, den Ukraine-Krieg und die steigenden Energiepreise, ja, das stimmt alles, nur wie hieß es neulich in der Süddeutschen, im Wirtschaftszahlen, das ist jetzt kein sozialistisches Blatt, allen in Europa geht es besser, nur Deutschland nicht. Also alle anderen um uns rum kommen mit dieser Lage sehr viel besser zurecht als wir. Alle haben Wachstum, nur wir nicht. Das heißt, offenbar sind die Gründe hausgemacht. Und ich glaube, jetzt gesagt zu haben, das können wir im Grunde dem Land auch nicht mehr zumuten. Ich weiß nicht, ob die FDP dafür Dankbarkeit erwarten kann, aber es zeigt aus meiner Sicht jedenfalls auch eine gewisse Größe. Letzten Endes hat ja die FDP da die Notbremse gezogen, indem sie halt Neuwahlen angeboten hat oder verlangt hat vom Kanzler, der dann den Finanzminister rausgeschmissen hat. Sie haben das gerade eben ja schon angedeutet. Der Bundeskanzler wollte ja die Schuldenbremse erneut aussetzen. Und da hat Christian Lindner dann gesagt, nein, da ist keine, er würde seinen Amtseid damit brechen. So hat er sich ausgedrückt. Und der Kanzler hat das nachher dann eben wiederum so dargestellt, dass das halt ja nachlässig von der FDP wäre und sie ihren Aufgaben in der Regierung nicht nachkommen würde, denn wir hätten ja eine
Ausnahmesituation und kommt dann wieder auf den Ukraine-Krieg zu sprechen. Aber ist das nicht alles nur vorgeschoben, weil diese Koalition einfach von vorne bis hinten mit dem Geld nicht auskommt? Ja, das war ja der Todesstoß natürlich das unter das Verfassungsgerichtes, dass die Ampel dazu verpflichtet hat, was für jedes Unternehmen übrigens gilt, im Wesentlichen, dass man nur so viel Geld ausgeben darf, wie man vorher wieder auch reingeholt hat, ne? Und nicht irgendwelche Sonder- und Schattenhaushalte gründet. Also solange man sozusagen Geld hatte, indem man irgendwie Schulden gemacht hat, hat man halt auch alle Probleme dieser Ampel zugekittet und zugekleistert mit Geld. Geht heute nicht mehr. Und die Forderung des Kanzlers, also er hat das ja offenbar relativ ultimativ verlangt von Christian Lindner und hat sozusagen auf sein Weisungsrecht als Bundeskanzler da verwiesen, ist natürlich so, als ob man von den Grünen und Robert Habeck verlangt hätte und ab morgen übrigens bringen wir wieder alle Atomkraftwerke ans Netz und bauen noch 20 drauf. Das hätten die Grünen auch nicht mitgemacht. Also wenn die FDP dazu die Hand gereicht hätte, wir machen jetzt einfach mal wieder die Geldschleuse auf, ja, dann wäre es nicht mehr bei 3,8% gewesen, wo sie, glaube ich, im Augenblick in den Umfragen liegen, dann wäre man auf 1% gerutscht. Das wäre der Todesstoß gewesen. Ich glaube übrigens auch der Todesstoß für unser Land. Das sind Einschätzungen von unserem Fokus-Kolumnisten Jan Fleischhauer. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben zu später Stunde an diesem historischen Abend, in dieser historischen Nacht.